Hi, ich bin's wieder. Diesmal richtet sich der Workshop an die Anfänger. Und zwar wird die Bassdrum, der rechte Fuß, nicht das Doppelpedal, der rechte Fuß, wird jetzt geübt, wird jetzt geschult. Und ich zeige euch ein paar einfache, schöne, effektive Sachen, die ihr mit dem rechten Fuß machen könnt, damit einfach eure Bassdrum-Arbeit beim Schlagzeugspielen besser wird. Ich fange gleich mal an. Und jetzt haben wir nur die Bassdrum benutzt. Ganz mutige können dann probieren, die Hände mit einzusetzen. Wie ihr das vom Groove her kennt, machen die Hände die Grundversorgung eines Grooves. Zum Beispiel so. Ich mache noch ein bisschen langsamer. Und wenn wir jetzt versuchen, mit der Bassdrum ähnliche Figuren wie eben zu spielen, ist das natürlich sehr schwer. Es ist aber sehr reizvoll und sehr wichtig, dass wir es probieren. Wir können ja ganz leicht anfangen. Ich deute es an, wir machen einfach nur alle vier Viertel mit. Ich zähle nochmal vor. Eins, zwei, 4. Und jetzt machen wir alle 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und so sieht das aus, wenn wir Achtel in der Bassdrum spielen. Und wieder Achtel. Eins, zwei, ich mache ein bisschen langsamer. Drei, vier. Wählt euch unbedingt ein Tempo, mit dem ihr klarkommt. Das kann alles noch langsamer sein, als ich das gerade gemacht habe. Es kann vielleicht auch schon etwas schneller sein. Das könnt ihr völlig entscheiden. Hauptsache, es funktioniert, was ihr spielen möchtet.